Da sind wir wieder bei Xenoblade Chronicles, meine lieben Freunde. Wir sind immer noch in Colony 6 und werden nun die Natur auf 3 aufbauen. An der Hauptstraße fehlen noch Blumen. Dann steigt die Qualität der Ätherkristalle aus der Mine. Ja, das machen wir mal. Aufbaustufe ist jetzt bei 16%. Immer noch sehr, sehr gering irgendwie. Aber die ganz großen Sachen scheinen dann die Prozentzahl nochmal unglaublich zu erhöhen, wie es scheint. Aber gut. Immerhin, schöne Blumen, das ist schön. Natur um eine Stufe gestiegen. An der Hauptstraße wurden Blumen gepflanzt. Drang der Ether-Minenkristalle hat sich erhöht. Aufbaustufe plus 2, Einwohner 0. Das ist immerhin schön, dass der Rang da gestiegen ist. Aber schauen wir mal. Was brauchen wir denn für Natur 4? Mehr Geld als wir haben, das ist schon mal scheiße. Die Ölaster habe ich, die Ölauster habe ich alle. Die weißen Pflaumen habe ich auch. Ich brauche 3 Igler-Lichtstachel und 3 Raubseidenfaden. Ich glaube, die kann ich schon bekommen. Dann werde ich vielleicht mal schauen, ob ich irgendwie das Geld zusammenkratzen kann, auch wenn ich dann absolut pleite wäre. Aber ich sollte eh mal wieder etwas verkaufen. Momentchen. Machen wir hier mal Tag, damit hier wieder jemand ist. Die ganzen Sachen nehme ich, die ich über habe. Und wenn ich dann wieder ein paar Aufträge erfülle, werde ich eh wieder flüssig sein. Insofern, ja. Moment mal. Oh Gott. Ich sage schon etwas krass stärker. Das Monado hat scheinbar sogar schon das Maximale erreicht. Wo ist die Waffe von Melia? Ah, da. Ja, also, wie gesagt. Tun wir das ganze Zeug mal raushauen. Mal schauen, wie viel wir dann am Ende noch haben. Im Moment habe ich 830.000. Für das nächste brauche ich aber 900.000 etwa. Also mal gucken, ob ich es schaffe, das zu erreichen. Materialien möchte ich nicht ungern verkaufen. Zumindest im Moment noch. Später vielleicht, wenn ich weiß, dass ich nicht so groß tauschen muss. Aber im Moment sind mir die Materialien zu wertvoll. Was ich aber machen werde, natürlich ist auf jeden Fall ein paar Kristalle verkauft. Hey, wir haben 900.000 erreicht. Super. Da hat sich das Verkaufen dann doch gelohnt. Von dem Zeug, was wir finden, wie gesagt, spätestens dann, wenn wir durch sind. Sprich, wow. Okay, ne. spätestens dann, wenn wir, wieder Aufträge machen, werde ich relativ bald wieder flüssig sein, da man jetzt wirklich viel Geld bekommt für die Aufträge. Und es gibt ja noch ein paar. Ich könnte in Colony 6 einige machen. Im gefallenen Arm gibt es welche. Und dann müsste ich mich mal umschauen in den Gebieten, ob ich da schon was machen kann. Aber ich meine, jetzt haben wir über 1 Million wieder. Ich mache einfach mal weiter. In der Hoffnung. Okay. Die scheint mir gut zu sein. Und diese auch. Die behalte ich vielleicht mal. Ach du Scheiße, 155 Verteidigung. Die soll ich wirklich mal behalten und dann anprobieren lassen. Materialien. Ja. Kaufen wir das mal so. Dann haben wir da wieder Platz. Technikbücher. Okay. So, Kristalle. Da kann man jetzt wirklich einige verkaufen, die man nicht braucht. Für diese Zweier und diese Einser hier. Oh Gott, schon wieder. Immer das gleiche Problem. Habe ich hier noch irgendwelche Zweier? Ja, hier. Belastbar ist erstmal so. Sammel-Items werden, glaube ich, nicht voll. Okay, wunderbar. So, und zufällig bin ich hier im Flüchtlingslager vorbeigekommen und über dieses Harmoniegespräch gestolpert, was wir machen können. Was Wayne bedrückt. Charla und Wayne hier in der Hauptrolle. Erinnerst du dich an den Tag, als du mit Juju geschimpft hast? Pass auf, was du sagst und sag etwas Respekt, hast du gesagt. Weißt du was? Ich fand das richtig toll. Toll? Und ich dachte, du wärst so böse, dass ich jetzt so angeblufft habe. Nein, gar nicht. Die Art, wie du geredet hast, hat mich an Gadolt erinnert. Das war ein schönes Gefühl. Aha,
Da weht der Wind. Schala, wer von uns beiden ist eigentlich der Stärkere? Gadolt oder ich? Du mit etwas Glück. Ha, ich hab's einfach drauf. Ja, kämpfen ist wohl die eine Sache, die du wirklich gut kannst. Wie, die eine Sache? Na, ist doch wahr, oder etwa nicht? Jetzt halt doch dich gleich eingeschnappt. Es war nur ein Scherz. Ich fand ihn nicht witzig. Oh je. Natürlich weiß ich, dass du auch andere Vorzüge hast. Ach ja? Was denn zum Beispiel? Du bist irgendwie imposant. Irgendwie imposant? Was heißt denn imposant? Naja, ich meine, du wirkst irgendwie so väterlich. Väterlich? Ja, du würdest einen wunderbaren Vater für Juju abgeben. Moment, wenn ich Jujus Vater würde, dann wäre Schala meine Tochter? Moment, halt, da kann was nicht stimmen. Wayne, warum starrst du Löcher in die Luft? Sag nicht, dass du das ernst genommen hast. Das war ein Witz. Ich weiß. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich nehme dich nie ernst. Du bist knallrot im Gesicht und erfindest trotzdem noch Ausreden. Ihr seid euch einfach zu ähnlich, du und Gadolt. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Weißt du was? Ich unterhalte mich wirklich gerne mit dir. Und ich bin froh, dich kennengelernt zu haben. Oh, danke. Ich meine, ich freue mich auch, Schala. Suppi? Schönes Gespräch. Mal gucken, ob es irgendwas gebracht hat. Schauen wir mal. Die beiden sind immer noch rosa Wölkchen. Schade. So, es wird Zeit, dass wir jetzt mal endlich die Karte komplett aufdecken. Hierfür müssen wir hier einfach nach hinten und die Landmarke Wachturmskreuzung, heißt es, glaube ich, aktivieren. Ich kam irgendwie nie auf die Idee, hier nach hinten nur durchzulaufen, weil ich hier automatisch nach vorne gesetzt wurde. Ich weiß auch nicht warum. Aber dabei habe ich es scheinbar verpasst, hier einen Reisepunkt zu aktivieren. Nachschubstraße. Und ja, jetzt müsste Kolonie 6 aufgedeckt sein. Komplett. Nein? Okay, dann schaue ich mal kurz, was noch fehlt. Das gut, toll. Hier hinten beim Transportweg gibt es noch was. Da müssen wir nämlich zunächst den Transportaufzug aktivieren. Der findet sich da hinten. Da ist zum Glück auch ein Harmoniegespräch. Darum können wir uns dann gleich kümmern. Aber ja, schön, dass jetzt auch Kolonie 6 endlich die Pflegschaft bekommt, die ich davor sehr vernachlässigt habe. Bei ihm. Was wirklich verdient ist. Ich muss allerdings sagen, die Natur kann ich auf jeden Fall noch nicht fertig machen. Auf Stufe 4. Da mit dem Transportaufzug, es müsste es auch langsam mal soweit sein. Denn selbst wenn ich das Geld hätte, um diesen Ligler Lichtschwanz oder wie auch immer das heißt, irgendwas mit Licht zu bekommen, würde ich gegen Monster Level 75 kämpfen müssen. Das kann ich jetzt auf jeden Fall noch nicht machen. Hm? What the fuck? Ich dachte, das sind alle im Team. Kommt einfach noch jemand. Nee, das kann gar nicht sein. Da ist doch gar kein Platz mehr. What the fuck? Kannst du dich doch nicht führen. Okay. Ich meine, wenn das steht, erfüllt doch nicht die Bedingungen. Okay, aber das ergibt wenig Sinn, wenn ich ehrlich bin. Genau hier. Was zum Geier gibt es noch, wenn ich dich führen kann? Warum denn? Tatsächlich. Es kommt scheinbar doch noch jemand ins Team. Sehe ich jetzt? Ich kann es gerade nicht fassen irgendwie. Oder zählt Fiora? Doch, Fiora zählt schon. Oh Gott, da muss ich eine Menge nachholen, aber... Boah, Leute. Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Boah. Keine Ahnung im Moment. Da muss ich mich wohl noch mit beschäftigen. Naja. Ist Kolonie 6 jetzt endlich komplett aufgedeckt? Müsste es eigentlich. Jupp. Jetzt sieht's wunderbar aus. Also. Ich nehme an, hier... Doch, doch, genau. Den habe ich gesucht. Okay, vielleicht habe ich doch Glück. Aha, Tauschpartner. Endlich. Denn der soll sowas tauschen können. Wenn man zwei Steine im Flüchtlingslager hat. Das gucke ich mal. Nein, er gibt mir nur schmales Zorn. Dafür habe ich keine Verwendung. Mist. Ich habe aber auch zwei Steine bei Kolonie 6. Daher weiß ich echt nicht. Die Informationen sind etwas lückenhaft, habe ich das Gefühl. Puh, okay, also das geht auf jeden Fall noch nicht.
Kann ich euch auch gleich ganz genau sagen, was. Komm. Nämlich hier diese Igler-Lichtstachel. Genau, weil sonst muss ich auf Level 75 das so besiegen. Ich muss aber warten, bis ich mit ihm das tauschen kann, was noch etwas dauert, wie es scheint. Und auch der Raub seinen Faden ist komplett krank. Entweder ich tausche mit jemandem aus Kolonie 9, so weil ich für die Sterne habe. Oder, ich besorge mir. Ich hole es mir von der Monster auf Level 74. Also, da ist auf jeden Fall ein Punkt gesetzt. So. Ein Ringelement. Ein Regenelement brauche ich. Okay, gut, dann machen wir es speziell. Wir sollten ein Versammlungshaus bauen. Da können sich die Einwohner dann ausruhen und vielleicht findet ihr dort etwas für euer Collecticon. Ah, Collecticon-Sachen. Okay, gut, dann soll ich mal dieses Regenelement. Hierfür müssen wir ein Wassernebula besiegen, um dieses Regenelement zu erhalten. Das macht deswegen Sinn, dass ihr es nicht habt. Weil ich die ja relativ, ja, relativ tapfer gemieden habe immer. Weil sie eben kaum Schaden durch physische Angriffe nehmen. Und ich damals nicht wirklich einen Aether-Angreifer hatte. Aber jetzt ist es natürlich anders. Aber lässt scheinbar etwas auf sich warten. Daher bis dann wäre nicht unser Regenelement. Auch wenn es gerade bis zur Truhe kam. Aber das jetzt bekommen wir am 10. Letztendlich ist auch egal in welcher Truhe. Also auf zurück zu Kolonie 6. Dann können wir auch endlich mal die speziellen Sachen etwas ausbauen. Vielleicht tut das dann das ganze Prozentual dann auch etwas heben. Also, speziell. Ja! 8000 zum Glück nur. Das kann ich auf jeden Fall locker leisten. Aber es wird ja schlagartig teurer alles. Ach süß. Das soll ein Versammlungshaus sein. Das sind die meisten Wohnungen größer. Ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. Aber ich hätte trotzdem mal nach Collecticon-Sachen zu hauen. Spezielle Orte um eine Stufe gestiegen. Ein Versammlungshaus wurde gebaut. Dort können nun Sammel-Items gefunden werden. Aufbaustufe plus 3 Einwohner plus 0. Cool. Und oh, was ist das? Stufe vollständig, Stufe 1. Es wurden Straßenlaternen errichtet. Ach so. Stufe vollständig. Die Bewohner überreichen euch ein Geschenk. Nanoreaktor. Ah, genau. Das mussten wir jetzt zum Juwelenonkel prägen danach. Aber das dann erst später. So. Jetzt 21%. Okay, das hat scheinbar wirklich an dieser einen Stufe gehangen. So. Wir brauchen zwei Staubelemente. Wir brauchen einen Bauernhof. Dann können wir Armas halten. Vielleicht findet ihr auch etwas für euer Collecticon. Okay. Jetzt will ich aber erstmal in diesem Versammlungshaus etwas umschauen. Wenn das schon Sachen für das Collecticon sind, dann werde ich mich da auch umschauen, natürlich. Denn das. Hier konnte ich 6 gibt es ein sehr, sehr seltenes Item. So viel habe ich mitbekommen. Und. Hä? Da komme ich da auch rein irgendwie? Was zum Geier? Okay, macht das nur tagsüber auf oder was genau ist das Problem? Ein bisschen beschissen fühle ich mich ja gerade schon. Das macht einfach nicht auf. Ja, dann keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Was zum Geier. Ah, okay. Kurz gewartet und jetzt sind hier zwei Sachen gespawnt. So ist das also. Man muss kurz warten und dann spawnen hier Items. Habe ich schon gewundert, aber okay. Ja, das dauert wohl noch ein wenig. Von 9 bis 18 Uhr können wir hier im Grenzdorf Hoko antreffen. Ui, tauschen! Und ja, das brauchen wir, um speziell auf Stufe 2 zu bringen. Denn der gibt uns das Staubelement im Austausch für, sagen wir mal, diese Bernsteinblatt. Tauschen wir das einfach mal. Und dann noch ein. Nein, noch einmal. Hoi, tauschen! Immerhin klappt das ganz gut im Vergleich zu den Colony 6 tauschen. Da bin ich irgendwie etwas unzufrieden. Aber gut, so. Eine Eis.
Kiwi, die finde ich ja öfters. Und dann würde ich sagen, schließen wir den Part ab, indem wir speziell in Colony 6 noch nicht ganz fertig machen, sondern das im nächsten Part machen. Ich tue mich ja schon mal in Position stellen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Und das nächste Mal werden wir dann Colony 6 weiter ausbauen. Bis dann.